Hi, ich wollte mit euch eine Erbsensuppe teilen, die ich gerade zum ersten Mal mache. Und zwar kommt das Rezept oder beziehungsweise habe ich das Rezept gefunden in diesem Buch, ja. Also Essen gegen Herzinfarkt, ja. In der deutschen Version gibt es das auch. Das verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Das hier ist jetzt halt die englische Originalversion und da war eine Split-Pea-Soup, also eine Brucherbsensuppe, sagt man das so? Ich glaube schon, dass es Brucherbsen sind. Auf jeden Fall Erbsensuppe und ich dachte mir, ich mache das Ganze mal nach und habe jetzt gerade festgestellt, hier oben wird gesagt, das kommt nicht original aus diesem Buch hier, sondern es ist übernommen aus dem The Moose Wood Cookbook. What fucking ever that is. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls werde ich euch die Ingredients, also die Zutaten, alle in die Infobox schreiben und euch mal zeigen, ja, was da jetzt alles so reinkommt und so. Let's do it. So, ich habe hier Knoblauch, dann habe ich Zwiebeln. Ich nehme mal die roten, weil die etwas dichter sind als die weißen und als die gelben. Dann habe ich hier Staudensellerie, ein Lorbeerblatt, Kartoffeln, Möhren. Die werden aber nicht damit reingehen, weil ich schon welche im Topf habe. Die habe ich hier nämlich mit meinem Mixer ja, quasi gehäckselt mit ein bisschen Wasser, weil da kommt ja eh Wasser rein. Deswegen habe ich mir gedacht, spare ich mir das Schnibbeln. Und deswegen kommen die da halt nicht ganz mit rein. Dann haben wir hier die Erbsen, das sind Tiefkühlerbsen. Und dann habe ich noch Senf. Im Rezept stand, man soll Senfpulver nehmen. Ich habe kein Senfpulver, deswegen hier wieder Löwensenf. Wie gesagt, alle Angaben unten in der Infobox, falls ihr das nachkochen möchtet. Jo, und jetzt kommt das Ganze einfach alles in einen Topf. Jo, Topf, Topf. Und bei mir kommt es natürlich in den Instant Pot. Wenn ihr keinen Instant Pot habt, dann solltet ihr euch schleunigst sein zulegen, aber ihr könnt das vorher auch in einem normalen Kochtopf machen. Dann müsst ihr die Kochzeit nur deutlich erhöhen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann ungefähr so, ich weiß gar nicht, wie lange kochen denn so Kartoffeln, wenn die so klein sind normalerweise. Ich würde sagen, so 15 bis 20 Minuten. Müsst ihr einfach mal gucken, wie die Zutaten dann so aussehen bei euch im Topf. Jedenfalls nehme ich jetzt für den Instant Pot 10 Minuten und denke, dass das dicke genug ist. Also, alles in den Topf. So, ich habe mich entschieden, den Topf jetzt einfach mal hier hinzustellen. Normalerweise steht er nicht da, sondern da unten auf dem Boden. Aber hier ist jetzt ein bisschen mehr Licht. Und ihr seht, hier ist schon die geschredderte Möhrenwassermischung drin. Und jetzt kommt einfach der Rest von den Zutaten da rein. Das sieht doch schon mega gut aus. Aber da fehlt deutlich noch Wasser. Und ich habe nämlich auch noch gar nicht die Menge vom Rezept so da reingemacht, die da eigentlich rein sollte. Von daher kommt da jetzt noch Wasser rein. So, ich habe jetzt hier kochendes Wasser. Ich koche das immer hier drin vor, weil der Instant Pot etwas schlecht darin ist, Wasser aufzukochen. Und ich habe die Kartoffeln jetzt mit Schale da drin, weil das Bio-Kartoffeln sind. Ihr könnt auch ganz konventionelle Kartoffeln mit Schale essen. Allerdings müssen die dafür unbehandelt sein. Also es darf nicht draufstehen, nach der Ernte behandelt. Und im Übrigen habe ich mich in keinster Weise irgendwie an das Rezept gehalten, was man so machen soll, die einzelnen Schritte und so. Ich habe alles einfach gleichzeitig in diesen Topf gekloppt, ja. Im Rezept steht auch, man soll die Erbsen in trockener Form nehmen und dann kochen. Ich habe jetzt hier Tiefkühlerbsen, mein Gott, alles nicht so schlimm. Und ja, jetzt tue ich einfach mal den Deckel drauf und bin mal gespannt, wie es nachher wird. Das Gute bei pflanzlicher Nahrung ist halt, dass du alles irgendwie, naja, irgendwie variieren kannst in irgendeiner Art und Weise, ne? Weil es schmeckt halt einfach immer. Und wenn du einen Kuchen machst zum Beispiel oder Plätzchen oder irgendein Rezept hast mit Sahne oder so, dann musst du halt ganz genau dich an die Zutaten halten,
Weil ansonsten wird das halt relativ schnell, ja, nicht mehr so von der Konsistenz, wie du es haben willst. Oder es stürzt irgendwie um im Geschmack und kippt dann. Ja, jetzt lassen wir ihn erstmal kochen, ne? Gut. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir relativ viel Zeit gelassen, denn das hier ist die Warmhaltefunktion vom Instant Pot und es sind jetzt 37 Minuten vergangen, seitdem das Gerät gepiepst hat und uns mitgeteilt hat, die Suppe ist jetzt fertig. Ich habe nämlich gerade noch ein paar Kommentare gelesen und beantwortet. Jo, und jetzt ziehe ich mal den Stecker raus, damit er nicht piepst, meinem Deckel aufmachen. Jetzt gucke ich mal. Bin ich echt mal gespannt. Okidoki, nicht mehr so colorful, wie das vorher der Fall war. Aber, boah, es riecht mega gut, voll lecker. Echt voll gut. Und jetzt soll dann noch Pfeffer rein. Und garniert werden soll mit Tomaten und mit Koriander. Und Parsley ist Petersilie. Und natürlich habe ich Koriander und Petersilie nicht am Start, aber ich denke mal, es wird trotzdem lecker werden. Pfeffer kann nie schaden. So, und was auch noch reinkommt, Balsamico-Essig. Essig, ich sage immer Essig. Hier steht 3 bis 4 Esslöffel. So ungefähr, würde ich sagen. Ihr seht schon, ich bin nicht so der Typ, der sich irgendwie an Rezepte hält. Und ich schaffe es meistens nicht mal beim ersten Mal, mich ans Rezept zu halten. Da muss ich mich meistens echt schon richtig dazu zwingen. Ja, und hier seht ihr auch, es hat wieder nicht funktioniert. Ich versuche mal irgendwas, ich bastel dann immer irgendwas um und so. Also ich bin total intuitiv da. Kochen macht mir auch einfach super Spaß. So, Lorbeerblatt kann rausgenommen werden. Oh, das hier ist jetzt meine angerichtete Suppe. Ich habe in die Mitte noch etwas Senf gegeben. Und ja, wie gesagt, leider habe ich keine Petersilie und kein Koriander da. Aber ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm sein, denke ich mal. So, let's try it. Ist lecker. Ist, exotisch irgendwie so ein bisschen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt so eine süßliche Note hat. Weil ich meine, da ist jetzt auch gar kein Salz dran und so, ne? Also ich glaube, ein Spritzer Zitrone, das wird das Ganze bestimmt auch nochmal eine Spur so auffrischen irgendwie. Und vielleicht sollte ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Senf reinmachen. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nicht wirklich an die Angaben des Rezeptes gehalten. Deswegen kann ich hier jetzt nur die grobe Tendenz des Rezeptes so für euch darstellen. Aber ich kann euch sagen, es ist deutlich lecker. Und ja, falls ihr das nachmachen möchtet, wie gesagt, in der Infobox unter diesem Video stehen die Mengenangaben der Zutaten. Okidoki, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Krass, voll blau angelaufen, meine Hand. Mir scheint gerade etwas kalt zu sein. Wenn es dir nicht gefallen hat, tut es mir leid. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und jo, alles Gute. Bis dann. Ciao. Okay, ich habe gerade noch Zitrone reingetan und wie gesagt den Senf, den ich da oben drüber hatte, etwas reingemischt in meine Suppe und ding! Happy! Vorher war es auch schon gut, aber jetzt ist es wirklich, warum mache ich das immer? Ich weiß nicht, wirklich top. Yay. Goodbye.